Glück auf und hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Headbreaker oder auch Tim. Ich begrüße euch ganz herzlich bei dem heutigen Video. Wir sind zurück in Combat Mission und zwar Combat Mission Fortress Italy, Rome to Victory. Wir werden heute eine Mission mit den Kanadiern spielen, eine Nachtmission. Das ist immer so ein bisschen heikel, aber ich freue mich tierisch drauf. Ist ein wenig klein angesetzt. Aber ich denke, das werden wir rucki-zucki durchziehen und dann schauen wir mal, was wir uns als nächstes raussuchen. Aber ohne große Umschweife würde ich jetzt direkt ins Spiel gehen und dann gucken wir uns da erstmal grob die Lage an, machen so ein bisschen, was erwarten wir an Feinden und wie möchten wir vorgehen. Und damit jumpen wir rüber ins Spiel. Hier sind wir auch schon im Briefing. Es ist diesmal kein historisches Szenario, es ist, wie der Autor schreibt, ein plausibles Szenario. Die Alliierten stoßen weiter nach Norden vor. Allerdings sorgt Regen dazu, dass das Gelände immer schwieriger befahrbar wird. Gerade die nicht ausgebauten Straßen. Und die Deutschen ziehen sich weiter nach Norden zurück, um dort eine bessere Position auszuheben, um quasi die nach Norden stoßenden Alliierten erneut aufzufangen. Unser HQ, also das Allied HQ, wirft den Blick auf Ravenna und dementsprechend stoßen wir in die Richtung vor. Wir spielen in diesem Fall Kanadier, ein kanadisches motorisiertes Bataillon, verstärkt durch Flammenwerfereinheiten und Panzerjäger in Form von M10 Wolverines und Archers. Artillerie haben wir keine weitere zur Verfügung, außer unserer organischen Einheiten im Infanteriezug. Und es geht jetzt darum, dass wir quasi Elite-Einheiten haben, aber auch frische Truppen. Die frischen Truppen sollen, bevor es so wieder erneut in den Orts- und Häuserkampf geht, szenariotechnisch quasi Erfahrung sammeln. Bei den Feindkräften wissen wir überhaupt nichts. Ja, wir sind total unwissend. Wir gehen nicht großartig von feindlichen Panzern aus. Aber wir sollen, ne, es erwarten. Und natürlich haben wir voraussichtlich feindliche Infanterie unterstützt durch Maschinengewehre, Mörsern und Minen. Und natürlich halt der Schlamm wird eins unserer großen Probleme werden. Wenn möglich sollen wir quasi Kriegsgefangene machen. Hat natürlich alles eher so, ja, neben dem Szenario. Also wird keine die reellen Punkte bringen, aber so als kleines Szenario an der Seite. Und wie gesagt, unsere Hauptziele, und dafür gehen wir mal so auf die taktische Karte, sind im Grunde genommen die ganzen kleinen Gehöfte, die wir hier haben, auf die wir vorgehen und wo wir dann am Ende Feindkräfte vernichten sollen. Da habe ich mir schon gut einen zurechtgestottert, aber ich denke, wenn wir uns das Ganze jetzt gleich auf der Ingame-Karte angucken, dann wird das ein bisschen deutlicher. Wie wir sehen, es ist dunkel, deswegen ich mache mal damit auch nicht wie bei meinen Trainingssachen kommt. Wir sehen ja gar nichts hier die Beleuchtung an. Dann sehen wir ein wenig mehr und dann sehen wir, es ist größtenteils flaches Gelände. Ja. Ja, wirklich kaum Erhöhung drin. Auch nur ganz leicht durchschnitten von den einzelnen Gebäuden, was uns vor zweierlei Probleme stellen wird. Einerseits, dass hier natürlich überall quasi sichtbar sind, auch wenn es Nacht ist. Das wird dann zum Tragen kommen, wenn wir schießen, wird quasi in dem Moment dieses Mündungsfeuer unsere Truppen aufhellen, ja, beleuchten. Und damit werden sie ja für den Feind besser sichtbar und er kann auf diese wirken. Genauso gut ist das nächste Problem, dass sie kaum Gebäude haben, von denen wir aus wirken können. Das heißt, sicherlich können wir versuchen,
dieses gehofft initial zu nehmen und dieses gehofft initial zu nehmen. Eventuell noch dieses. Dieses gibt uns mit der Halbrundmauer zwar wenig Sichtdeckung, aber zumindest teilweise Wirkungsdeckung, wie ich jetzt mal so sage. Das heißt, wir haben im Grunde genommen drei Initialpunkte. Wir haben gehofft East, gehofft West und gehofft Center. Das heißt, über diese drei Wege können wir am Ende vorgehen. Wir haben keine Kompaniewaffen im Sinne von mittleren oder schweren Maschinengewehren, außer halt unseren 2-Inch Mörsern, also 2 Zoll. Allerdings die auch mit, wie ihr seht, begrenzt Munition. Ja, also das hier ist eher so eine Mission, wo wir tatsächlich am Ende des Tages auf unsere Infanterie und die unterstützenden Fahrzeuge zurückgreifen müssen. Wir haben hier unsere Kompanie HQ, sitzend halt in einem Scout-Car. Ja. Und ansonsten haben wir eine ganze Menge Brand Carrier, unter anderem hier mit Flamethrower, aber auch mit Maschinengewehren, die sind hier drüben. Ja. Also wirklich Brand Carrier. Genau. Wir gucken uns die einzelnen Züge einmal kurz an. Wir haben hier drüben die frischen Einheiten. Ja. Durchmischt mit Veteranen. Und hier drüben, ich denke, ich werde die beiden Einheiten wechseln und werde das 9th Platoon hier rüberbringen, weil ich da zweimal grün habe. Gerade hier die, die übers Zentrum und hier links vorgehen, da werde ich vermutlich die Jungs brauchen, die ein bisschen stärker sind. Ah ne, sind eben okay. Es war unnötig, weil es ist zweimal green. Da habe ich mich verklickt bzw. verguckt. Gut. Bei den Archers haben wir natürlich ein Problem. Diese können nur feuern, rückwärtig feuern. Das heißt, wir werden sie vornehmlich im Rückwärtsgang fortbewegen müssen. Offroad sind sie sehr gut, sogar besser als die M10s. Nichtsdestotrotz müssen wir tatsächlich auch achten, Thema Minensperren. Die sind natürlich nicht ohne. Und da ist die Frage, woher warten wir diese? Hier wäre ein klassischer Bereich, wo man eine Minensperre legen könnte, dort, dort. Entschuldigung. Also hier wäre ein klassischer Fall einer Minensperre. Hier diese Kreuzung. Die Kreuzung. Also ganz besonders wohl. Diese Straße könnte wohl gut vermint sein. Und unser Carrier haben an sich die Möglichkeit, gut zu unterstützen mit Waffen. Das heißt, die sollten wir den Zügen zur Unterstützung geben. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter auf. Hier.
Wir werden erstmal in eine breite Entfaltung gehen, weil wir überhaupt erstmal Kontakt bzw. Fühlung aufbauen müssen. Und jeder der beiden Seiten kriegt einen Flammenwerfer zur Verfügung gestellt. Ein Flammenwerfer fürs Zentrum als Reserve. Hier haben wir noch einen Brand Carrier und ein Light Reconnaissance Vehicle. Light Reconnaissance Vehicle würde ich gerne hier hinüberbringen. Und ich das Scout Car ins Zentrum. Was er mal halten möchte, zusammen mit dem Flamethrower. Reserve-Bereitschaft. Den ersten Archer möchte ich hier quasi. Gibt ihm nach vorne eine gewisse Deckung. Und dann Reverse. Dorthin werde ich die im 10 dorthin bringen möchte. Infanterie zunächst an die Hecke, die gibt natürlich nur Sichtschutz, aber wir haben die Zeit, wir gehen etwas vorsichtiger vor. Team Platoon, seid ihr das? Ja. Heißt, ihm unterstehen die Brand Carrier. Die haben theoretisch ein Funkgerät. Wenn er nicht im Kontakt ist. Die haben keins. Okay. Er hat Sichtkontakt, er hier nicht. Ist aber sein HQ. Na gut. Sichtbedingungen sind also so semi-gut. Gegebenenfalls müssen wir die hier ein bisschen zusammenziehen. Ansonsten Third Section. Achso, nee, das ist der Flamethrower. Ja gut. Ist natürlich gut möglich, dass selbst das erste Gehöft schon vermint ist. Dann haben wir ein Problem. Hier bewegen wir uns erstmal am Kartenrand entlang. Liegt aber einfach nur daran, weil sonst das Gehöft da vorne, das ist für uns schon interessant.
So. Ich würde sagen, damit haben wir erstmal einen halbwegs guten Plan. Genau, ihn stellen wir dorthin. Könnte er zweifelsfrei mitwirken, wenn was auftaucht. Und dann ziehen wir ihn nach bis hier an die Grenze. Den Wolverine. Hätte ich gerne dort unterstützend. Ihn können wir aber rüberziehen, ne? Ihm unterstehen ja die ganzen Brands. Genau. Unser Hauptquartier im Zentrum. Kommunikation findet statt. Dann würde ich sagen, speichern wir einmal. Dann lassen wir den ersten Zug einmal ablaufen und gucken, was passiert. Oben an. Es ist natürlich gut möglich, dass er hier auf Panzer 4 und ähnliches treffen, aber ich hoffe nicht. Wir sehen, das hier klappt hier hinten ganz gut. Er hört auch nichts, das ist ganz gut. Das heißt, wir werden zunächst einmal mal langsam vorpirschen lassen, die nehmen das Gehöft. Hier machen wir Meter gut. Noch keine Teile groß in das Gebäude eingedrungen.
Geht's weiter? Wirklich so, weil wir keine Panzer erwarten, erwarten wir nicht irgendwie noch was anderes wie Packs, Panzerabwehrkanonen. Und wie gesagt, wir rechnen mit Minen und Infanterie vorzugsweise. Aber wir müssen natürlich alles irgendwo auf dem Schirm behalten. Und natürlich bedeutet das auch, wenn wir hier einen Feind aufspielen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir uns direkt im Nahkampf befinden werden. Also Kampf auf kurze Distanz. Und wir dürfen nicht vergessen, gerade das Thema Maschinengewehre ist hier sehr wichtig. Die Deutschen verfügen mit dem Maschinengewehr 42 und 34 über sehr schlagkräftige Maschinengewehre mit Gurtzuführung, während wir primär das Brenner oder eigentlich nur das Brenner im Einsatz haben, was über Magazin arbeitet. Kann das hier auch sehr gut sehen. Oberlauf, gemountetes Magazin. Sicherlich hier in Form von den Fahrzeugen haben wir auch noch andere Möglichkeiten oder haben wir auch noch andere Waffen. Obwohl, nee, hier ist wirklich nur das Maschinengewehr. Aber wir haben natürlich auch noch Archer und ähnliches. Und der Wolverine, also der M10, der verfügt immerhin über ein Heck-Mounted M2. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass es hinten angebracht ist, schwierig. Also unsere Lage, was Maschinengewehre angeht, ist dann doch eher schlecht. Und da wir keine großartige Feuerunterstützung zur Verfügung haben, bedeutet das natürlich auch, dass wir primär die Fahrzeuge nutzen müssen, um dann etwaige MG-Stellung der Deutschen ausheben zu können. Ich gehe davon aus, dass entweder dieses oder dieses Gehöft zusammen mit diesem auf jeden Fall besetzt sind. Dieses hier drüben wirkt jetzt erst einmal unbesetzt. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne hier das Scout-Element zumindest rüber bewegen. Ist ein langer Weg, aber ich möchte sicher sein, dass das leer ist. Hier die kleinere Gruppe mit Maschinengewehr und piert nach. Größere Gruppe oder Section geht vor. Akku-Element zieht ins Erdgeschoss nach. Mörser wird anschließend auch nachverlegen.
Barrier ziehen auf die Höhe mit nach. Der Flamethrower hält sich auch in Bereitschaft. Ebenso wie der Archer. Gut, wir sind insgesamt vorgekommen. Die machen hier so einen kleinen Schlenker, sei es drum. Jetzt machen wir erstmal langsam, lassen die, also im Grunde genommen ist das hier unsere erste Phaseline, also, wo wir unsere erste Phase beenden. Das heißt, gucken jetzt einmal. Nicht, könnten wir es natürlich nicht. Sind die Gebäude verbunden? Nein, sind sie nicht. Dann möchte ich ein Soul Team haben. Ist halt immer leider dann sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Leader dabei hops geht. Aber ich hoffe tatsächlich, dass das nicht der Fall ist. Im Zweifelsfall könnte der Flamethrower von dort aus sogar die Gebäude anzünden. Das heißt, sie sollten auf jeden Fall jede Menge Feuer auf den Gegner bekommen. Die sind auch ready, sehr gut, sind richtige Könner. Die sind green, das heißt, es ist natürlich irgendwo doof, aber wenn ich da die verliere, tut es mir nicht ganz so weh wie meine guten Jungs. Auch wenn die natürlich eine höhere Chance hätten, den Orts- und Häuserkampf zu überstehen. Und ich würde sagen, damit das wir laufen, gucken uns das wieder von oben an. Irgendwann muss ja auch was passieren. Spätestens dieser Compound, gehe ich aus, ist besetzt. Was ja auch bedeutet, dass im Falle, dass wir vorgehen, hier Feuer reinbekommen werden. Er hat sich festgefahren. Unschön. Immerhin fährt er wieder.
Wenn man guckt, wie viele Jungs sie hier auf den kleinen Bereich haben, aufgrund der schlichten Sichtverhältnisse. Ja, ein gutes Seth würde sagen, er ist schon wieder so einen richtigen Kampf in der Telefonzelle. Nicht ganz unrecht. Und dadurch, dass man halt den Combat Mission nicht wirklich blind schießen kann. Ja, ich kann zwar den Jungs sagen, schieß da hin, aber wenn sie da nicht hingucken können, dann schießen sie da auch nicht hin. Und das bedeutet dadurch jetzt zum Beispiel zu sagen, der Busch dort drüben, 500 Meter, einfach mal reinholzen, nicht so leicht. Das verkompliziert manchmal die Sachen ein wenig. Aber gut. So. Sagen wir, können da direkt den nächsten Zug. Jetzt sagt er, passiert nicht so viel. Wir sichern dieses Gehöft. Unsere beiden Jungs hier, die Sportlichen, die sind hier auch gleich dran. So, wir haben quasi einen Punkt erreicht. Das ist gut, dass sie erstmal da dran stehen, weil wenn da jemand drin ist, würden sie ihn eventuell hören. Ja. Das ist auch immer etwas, was in Combat Mission unterschätzt wird. Wir haben in Combat Mission haben wir halt wirklich Sicht und akustisch aufklären. Und dementsprechend wir gehen hier weiter mit vor. Die auch wirken können. Hier können wir noch. Bedeutet aber auch hier, wir uns einen günstigeren Winkel schaffen, um gegebenenfalls auf das Gebäude zu wirken. Hier möchte ich schon mal als Vorbereitung für die nächste Phase bei Scout-Teams ausgliedern. Die dann vorgehen können und gegebenenfalls den Gegner aufspähen, während wir noch nicht dran sind. Gehe aber davon aus, dass das hier aktuell noch frei sein wird. Nichtsdestotrotz, zusätzliches Maschinengewehr kann nicht schaden. Oder sollte nicht schaden, sagen wir mal so. Mein Klassiker, wo steht mein HQ? Noch zu Hause an der Bierkiste. Die holen wir auch mal wieder vor. Ja. Die haben noch ihren Job, die gehen vor, die suchen sich einen neuen Winkel. Wir lassen uns halt absichtlich Zeit. Wir haben 1:20 Zeit. Und wir werden spätestens ab hier auf erbitterten Widerstand treffen, gehe ich von aus. Und wir sollten also auf dem Weg dahin
Das ist nicht so gut, was er da macht, gerade weil da auch mein HQ drin sitzt. Wir sollten schon abseits der Straßen bleiben. Aber ist ja noch einmal gut gegangen. Okay, wir sehen Schützenlöcher. Sehr gut möglich, dass dort Feinde sind. Dörf hier drüben sieht leer aus. Das werden wir einfach mal machen. Einfach mal die Schützlöcher präventiv abflammen. Das sollte uns. Vielleicht ein wenig Ärger ersparen. Das Scout-Card ziehen wir vor. Ein bisschen Sicht haben die. Gut. So, was habe ich mir erwartet? Fahrzeug zerstört. Feindkräfte. Ort. Mussten auf die ersten treffen. Das war leider jetzt für unser Scout-Car direkt ein Panzervernichtungstrupp. Uns auch gleich in Ruhe an.
Ich wollte die Sichtdeckung hier rüber nutzen. Der Gegner hat sich gedacht, wir nutzen die Sichtdeckung auch. Ja. Gut. Doof gelaufen für uns, aber das macht nichts. Wie gesagt, es musste so kommen. Alles hier ist Nahkampf. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir damit einen schönen Abschluss für die heutige Folge gefunden. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Mein Name ist Tim und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Habt einen schönen Tag. Ich wünsche euch was. Bis denn dann. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, ich wünsche euch was, ciao, ciao.